Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit Sims 4 an die Uni! Und wir sind hier natürlich dabei, weiterzumachen in unserem Leben. Es ist schon wieder eine Weile her gewesen, aber ich war ja auch krank und so, deswegen ist das alles ein bisschen doof. Im letzten Part haben wir herausgefunden, dass wir unsere ganzen Sachen doch noch besitzen. Und deswegen sieht unsere Wohnung jetzt sehr viel heimischer aus und ne. Heute ist Rabatttag. Deswegen werden wir uns darum auf jeden Fall kümmern, weil, das ist halt schon ganz cool, ne? Ich würde halt einfach den Fernseher austauschen, weil dann haben wir auf jeden Fall das Dings geschafft und wir haben einen besseren Fernseher, weil ich, wisst ihr was? Wir machen den einfach größer. So. Weil... easy und so. Also wir haben jetzt kaum Geld mehr. Das ist aber okay. Das machen wir nämlich so. Wir kriegen ja Geld zurück. Wieder. Deswegen ist das alles fein. Ja. Genau. Wie gesagt, wir haben halt herausgefunden, dass wir doch noch alles besitzen in unserem Leben. Und war ein Schockmoment auf jeden Fall. Weil wir die ganze Zeit ohne irgendwas gelebt haben. Mit den schlimmsten Bedingungen und ne? Heute sind Vorlesungen. Das stimmt. Letzter Unterrichtstag? Oh. Ich dachte, wir wären schon im nächsten Semester. Ups. Das hatte ich jetzt falsch im Kopf. Na gut, dann schreiben wir heute unsere Abschlussprüfung für dieses Semester. Und dann, wie gesagt, haben wir noch zwei Semester, die wir insgesamt dann abschließen müssen. Wie gesagt, ich würde es auch durchballern, aber ich möchte ja dieses Let's Play jetzt nicht auf Krampf direkt schnell beenden können und so. Ich möchte das ja schon normal durchziehen, wie ich es normal spielen würde und deswegen machen wir das auch so. Und ja, ist das unser Dings? Ja, Miete bezahlen, schön. Gut. Ich habe Elaine ein bisschen vermisst. Ich mag die süße Maus sehr, sehr gerne. Ich bin sehr gespannt, wie sie dann abschneiden wird. Ich muss mal gucken, kann ich noch für die ganzen Sachen lernen? Universität? Information? Nein. Lernen und dann lern mal dafür, bitte. Hier, 147 ist voll okay. So. 499 haben wir noch. Das ist erstmal okay. Also wir haben jetzt ja nicht so viele Ausgaben zurzeit. Ich meine, wir haben ja auch alles, was wir brauchen erstmal. Deswegen passt das schon. So. Lernen ist halt wichtig und gut. Damit wir halt besser klarkommen in unserem Leben, ne? Ach, ich bin so gespannt einfach, wie das wird, ne? Also wenn wir da eine 1 kriegen, wäre halt schon geil auf jeden Fall. Weil eigentlich haben wir uns doch ganz gut drum gekümmert, oder? Also, habe ich jetzt zumindest so ein Gefühl, dass es so war. Aber ja. Wir haben ja immer so viele Pausen zwischendrin. Wie lange geht dieses Let's Play denn schon? Ist halt so die Frage. Lernbegierig. Ich gucke mal nebenbei, während sie hier lernt im Leben. Da kann man schon mal nebenbei gucken, was da abgeht. Wir machen das auf jeden Fall schon eine Weile hier, ne? Das steht auf jeden Fall fest. Also wir haben ja relativ zu Release angefangen. Einen Tag danach oder so. Nach Release. Und ja. Willkommen an der Brightchester Universität. Von wann ist das denn? Das ist mittlerweile... Ich habe herausgefunden, dass ich farben bin. Die Diagnose kam komplett aus dem Nichts. Was? Wegen der Diversität vor der Prüfung. Girl. Das macht sie auch unwohl. Dankbar. Hat ihr den Tag verbessert? Hä? Ich bin verwirrt. Vielleicht ist auch Zeit zum Büffeln. Nein, haben wir gerade schon gemacht. Genau. Chill dich ein bisschen runter. Do it. Ist vielleicht sinnvoll. 142 Tage. Das ist 4 Monate ungefähr, ne? Das ist schon... Wow. Lass den Kopf nicht hängen. Girl! No! No! Wir müssen gleich unsere
Prüfungen abdingsten. Ja, spiel du nochmal kurz. Kein Problem. Aber gleich geht's dann auch los. Vor allem, sie schreibt das ja dann direkt hintereinander. Weil das hört ja um 14:55 auf und das geht dann direkt um 15 Uhr. Und das ist halt einfach immer so krass, ne? Ich hoffe, dass das nächste Mal, dass die nächsten beiden Semester halt nicht so extrem sind. Wieso ist sie hier so negativ? Was hat sie getan? Ah. So. Ich bin jetzt gespannt, was daraus wird. Puh. Ein bisschen Angst habe ich natürlich schon, ne? Also solange wir nicht suspendiert werden, aber das wird schon irgendwie passen. So, jetzt ist sie... Jetzt geht sie zum nächsten. Los geht's. Die Hausarbeit ist so für sie eingereicht und im Kurs, wie wissen sie, wird die ausgesaugt. Ihre Bemühungen werden sich bei der Endung für den Kurs ganz sicher auszahlen. Pinnwand voll. Cool. Bye. So. Und dann können wir uns ja später noch mit Mizuki treffen, wenn sie mit den Abschlussprüfungen fertig ist. Weil ich glaube, das ist genau das, was sie gerade braucht. Also, gehe ich davon aus. Also sie wird das natürlich sauber machen. Ach so, wir müssen heute arbeiten. Das ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee erstmal. Ich kann auf jeden Fall säubern. Um kurz mit einer respektablen Note abzuschließen. Aber einige Studenten scheinen produktiver gelernt zu haben. Proaktiver. Verdammt. Aber ihre Note wird sich am Ende verbessern. Das ist okay. Ja. Das ist ein bisschen doof jetzt, aber egal. Passt schon. So, mach das mal sauber. Dann geht's gleich nochmal arbeiten. Humor. Schräger Humor. Krasses Späße-Festival, ja? Man kennt's. So, dann futter nochmal was kurz. Denn das ist auch sehr, sehr wichtig im Leben. Vor allem vor der Arbeit, dass man nochmal ein bisschen Kraft tankt. Ja, besser seht ihr das von der Tees auf dem Dings. Oh! Da steht so, dass es akzeptabel war. Ich dachte so, oh mein Gott, und dann ist es einfach 1 bei beiden. Also Notendurchschnitt 1 minus. Semester Notendurchschnitt 1 plus, Alter. Weißt du, wie krass das ist? Girl, das hat auf jeden Fall gut funktioniert im Leben. So. Wir bleiben natürlich bei Wirtschaft. Wir machen 2 Kurse. Sie muss doch 4 Kurse... Ach, Mann, ich würde auch irgendwie doch gerne 4 machen, aber dann hat sie halt gar keine Freizeit mehr. Wir kennen das ja vom Anfang. Und irgendwie will ich natürlich auch gerne halt eigentlich einen Spezialabschluss machen. Aber jetzt das doch zu wechseln, ist glaube ich dumm. Deswegen lassen wir es einfach. Wir machen 2. Wir machen 2. Keine Kosten außer Schulgeld machen wir. Das können wir aus der Haushaltskasse bezahlen, weil wir haben ja ein Stipendium von Bewohnerin von Sanmai Shuno bekommen, was halt sehr, sehr gut ist. Das ist sehr nötig gewesen auf jeden Fall. Weil dann haben wir halt sehr viel weniger Kosten letztendlich. Und das muss schon sein. Ja, let's go! So, und du hörst jetzt auf zu essen. Und gehst dann zur Arbeit. So. Reiche eine Abschlussarbeit ein. Das haben wir irgendwie noch nicht getan, aber anscheinend wird mir das da angezeigt. Das ist ein bisschen komisch. Das Spiel ist, glaube ich, ein bisschen verwirrt vom Leben. Okay, ich dachte schon. Also, es wäre cool, so, aber ja. Das ist keine Abschlussprüfung, wir müssen die wieder selber schreiben. Okay, aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. So, und das können wir mal eben wegwerfen. So, 232, cool. So, wir können auch wieder hier schön abends arbeiten, das ist gut. Wir sind dann immer schon nachmittags fertig mit allem. So, wir können ja schon mal unsere Hausarbeiten erledigen. In beidem. Ist ja egal, womit wir anfangen. Wir kriegen das schon hin. Die Nachbarn sind schon wieder einfach nur kompletter Abfuck. Also sie macht das jetzt erstmal ihre erste Aufgabe. Und dann klopft mir höflich an. Heute ist sie gut drauf, weil ich meine, sie hat im Semester eine 1 plus als Notendurchschnitt. Da kann man schon mal freundlich sein, auch wenn man vielleicht ein bisschen abgefuckt ist vom Leben. Also zumindest halt von den Nachbarn.
Ja, sie ist so süß, ne? Ich schwöre es euch. Ich werde niemals aufhören, das zu sagen. Sie hat gar keinen Spaß. Vielleicht sagt sie doch nicht ihre Dings machen. Kann sie auch morgen noch machen, mal guck mal. Hier. Ich kann gar nichts tun. Es kommt keiner. Gut, dann lasse ich es einfach. Dann geh einfach schlafen. Auf jeden Fall, um 9:25 Uhr sind wir schon wieder zurück und um 13:30 Uhr haben wir halt erst das nächste. Das ist halt okay. Da kann man da zwischendurch doch was machen. Werden wir auch tun. Deswegen machen wir das jetzt so. Rabatttag war erfolgreich. Jawohl. Was können wir uns eigentlich mittlerweile irgendwas leisten an Belohnungen? So, weil ich würde gerne Merkmale so. Gibt es irgendwas, was uns hilft im Leben bei, wie heißt denn das hier? Bei unserem Studium so. Das wäre halt cool. Genügsam wäre halt nett, ne? Also es wäre sehr, sehr nett, aber das können wir uns auch nicht leisten. Aber sonst. Was können wir uns denn meisten? Markttauglich? Nee. Kostenlose Dienste? Nee. Profis am Heer? Sturmjägerin? Nachteule? Frühaufsteherin? Blitzleserin? Wasserfest? Wachsam? Stets willkommen? Sportskanone? Radioerzählerin? Blitzputzer? Das wäre vielleicht die Idee. Boah, machen wir das mal. An Gastvorlesung teilnehmen. Das klappt halt bei uns immer nicht, ne? So, Semesterbeginn. Woo! 2, 3, 4, 5. Moment mal. Warte, dann bis Sonntag quasi. Aber das finde ich schon krass. Weil wir haben dann nur 2-mal Unterricht. Wenn ich das richtig sehe. Und das ist schon hardcore, finde ich. So, dann nimmt sie sich gleich was zu essen. Sie hat nichts mehr zu essen. Servier Frühstück bitte. Mach Eier und Toast. So. Ja. Also, ganz ehrlich, als ob wir jetzt insgesamt noch 2 Tage haben, weil ich meine 5 Tage, das reicht ja nicht bis zu dem hier wieder. Das finde ich jetzt schon heftig. Also, Aber wir kriegen das schon hin. So, da ist Food, das ist sehr, sehr gut. Und nach dem Food muss auf jeden Fall noch für das andere, was wir heute haben, nämlich Märkte und Marketing, musst du auch noch deine Hausarbeiten machen. Denn das ist sehr, sehr wichtig im Leben. Darum musst du dich auf jeden Fall kümmern. So. Sie wäscht jetzt ja schneller ab. Das ist halt sehr, sehr schön. Das bringt uns auch weiter im Leben. Das war eine gute Idee. Bleib in den Semestertage. Vielleicht müssen wir doch an dem Tag nochmal. Weil, das kann ich mir nicht vorstellen. Weil ich meine, warum steht... Also hier steht ja immer 5 und hier steht jetzt 7. Ja, ich glaube, das ist dann doch so. Weil das kann ich mir nicht vorstellen. Ganz ehrlich. Ja, der Unterricht beginnt gleich. Ich weiß, aber ich mache hier meine Aufgaben noch fertig, ja? 13:30 Uhr beginnt das. Ich hoffe, sie schafft das noch, aber es sieht knapp aus. Ich glaube, sie schafft das nicht ganz. Das ist ein bisschen doof. Sie sollte aber lieber in den Unterricht gehen, als dass sie das fertig macht. Weil, der Unterricht ist wichtiger als die Hausarbeit, finde ich. Und wenn sie nach Hause kommt, muss sie dringend pieseln. Okay, pieseln war sie schon. Muss sie aber auf jeden Fall duschen. Und wenn sie, dann hat sie ja Zeit erstmal und dann kann sie auf jeden Fall ihre Freundin einladen. Und dann können die vielleicht mal ein bisschen techtelmechteln, weil sie hat absolut gar keinen Spaß. Einfach nur Date, ja, lass mal ein paar Dinge tun im Leben. Man kennt's. Also ich meine, ich glaube, es ist sogar sehr common, dass man sowas macht, oder? Sich nur zum Techtelmechteln verabreden.
So, und dann ruf sie einfach mal an. Frag so, what up in the club? Banketisch? Banketttisch? Was auch immer Tisch? Weil gesellig ist. Ah ja, geil. Ah ja. Man merkt immer richtig, wenn ich keine Worte kenne. Oh mein Gott. Schrecklich sowas. Schrecklich, sage ich dazu nur. Schrecklich. Sie ist so noch nackt und ruft schon so an. So, jo. Es muss sein, ne? Ich weiß halt immer nicht, wo die genau spawnen. Okay, sie klingelt bei uns sogar. Oh Girl, wir tragen beide so einen. Mal kurz den Zyklus lindern. Das ist wichtig, okay. Und dann freundlich. Erstmal eine Geschichte erzählen. Die ist aber auch ein Schnucki, ey. Oh, ihr seid so süß. Ich swear, das ist so cute, ne? Ah. Ihr seid so süß. Und dann frag einfach mal, ob ihr Bock auf ein Techtelmechtel habt. Als ob sie das da liegen hat. Why? Das ist nicht wahr. Achso, das ist nicht Elaine. Ich dachte schon. So. Und sie fragt jetzt so, ja, was geht ab? Oh, wir haben, oh, ich muss gleich arbeiten. Egal, wir können vorher trotzdem noch eine Nummer schieben. Und sie so, ja, okay. Man kennt's. Dann macht mal. Ich verhungere. Sorry, ich habe gerade ein Date mit meiner Freundin. La 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 la. Hallo, hör auf zu schlafen. Harte Tech, der möchte. Schön. Ab zur Arbeit. Oh Mann, ey. Dieses Leben, ey. Aber sie sieht schon gut aus, ne? Also, kannst du nichts gegen sagen. Was hat sie gerade getan? Wenn sie noch bei uns ist, dann, wenn wir zurückkommen, wäre halt voll süß. Hallo? War ihr das nicht genug, ey? Ah, I feel attacked. Nein, wir könnten sie ja einladen, über Nacht zu bleiben. Als ob sie noch mal. Wie oft kann sich ein Mensch innerhalb von, keine Ahnung, 3 Stunden befriedigen, Alter? Bah! Übertreib mal nicht! Alter, diese Frau. Die ist aber richtig horny auf ihr Leben. Sie ist so, okay, dann kann ich jetzt auch gehen. Hä? Oh Mann, ey. Ich bin verwirrt. Sehr. Sie kann auf jeden Fall jetzt was essen. Und dann sollte sie sich gleich wahrscheinlich wieder beschweren. Dann kann sie auch gern gegen die Tür trommeln, das ist kein Problem. So. I. Über Lärm beschweren. Es tut mir leid, du hast recht. Danke, Leute. Wir stehen mein Dingsi, Dings, Dings. Das ist mal schön, wenn Leute mein Dingsi, Dings, Dings verstehen. Oh Mann. Toll, jetzt liegt ihr Zeug hier rum. Das kommt weg. Oh. Das ist aber so ein Strick in meinem Leben, ey. Sims stresst mich manchmal sehr. Man kennt's. Ach Mann. Ja, morgen müssen wir unsere Hausarbeiten hier wieder fertig machen und so. Aber ja, das wird schon. Und danach können wir uns dann um die Hausarbeiten kümmern, dann können wir uns um die Präsentation kümmern, dann können wir uns um die Abschlussarbeit kümmern. Und dann, wenn wir das schon fertig haben, dann ist alles easy im Leben. So, geh pullern. Und wir kümmern uns dann nächstes Mal darum, dass wir hier unsere Abschluss haben, also unsere Sachen hier bearbeiten und so. Denn sie möchte ihre Zähne putzen. Das können wir doch gerne tun. Auf jeden Fall, ja.
Genau. Wir machen das nächste Mal, denn wir sind schon wieder am Ende angelangt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Und tschüss!